In der mecklenburgischen Stadt Goldberg lebt Gerhard Stromberg. Nach Jahrzehnten im Ausland hat der Fotokünstler in der mecklenburgischen Stadt vor 10 Jahren eine neue Heimat und eine neue Liebe gefunden. Zusammen mit dem Rostocker Fotografen Gerhard Weber sind wir zu Gast bei Gerhard Stromberg. Mitten in Goldberg hat Gerhard Stromberg auch sein Atelier eingerichtet. Stromberg versteht etwas von Fotografie. Ein ganzes Leben hat er ihr gewidmet. Die Bilder wirken, weil sie etwas festhalten, das über den Moment hinausweist, weil sie wahr sind. Nie geht es dem Fotokünstler vorrangig um Botschaften. Mich interessiert wirklich, was der Mensch mit der Welt macht. Natur interessiert mich nicht, Zerstörung interessiert mich auch nicht, sondern wie der Mensch mit der Natur umgeht und wie Muster entstehen in Landschaften durch menschliches Handeln. Stromberg ist nicht umsonst nach Goldberg gekommen. Hier möchte er Dinge beeinflussen, Entwicklungen anstoßen, Gutes tun. Zusammen mit der Landärztin Birgit Schröder betreibt er in Goldberg die Galerie Goldbergkunst. Ende Mai eröffnete hier eine Ausstellung des Rostocker Fotografen Gerhard Weber. Für Gerhard Stromberg sind die Bilder eine wirkliche Entdeckung. Für mich ist das Faszinierende, dass er das Medium, was ja ganz bestimmte Eigengesetzlichkeiten hat, die heutzutage in der Kunst vielleicht total negiert werden. Man versucht aus Fotografie eine konzeptionelle Kunst zu machen und Gerhard Weber benutzt seine Fotografie zu dem, was der schönste Zweck ist. Er versucht, sich ein Bild von der Welt zu machen, indem er sehr genau hinschaut und aber auch sehr gescheit weiß, wie ein Bild auszusehen hat. Neben der Galerie baut Stromberg Gastateliers für Künstler. Wir begannen mit der Galerie und der nächste Schritt ist jetzt, nachdem ich mein eigenes Atelier fertig habe, dass wir Gastateliers bauen wollen, wo wir Künstler einladen möchten, sich mit Goldberg und der Umgebung auseinanderzusetzen. Das können Maler sein, Schriftsteller, Musiker, ganz egal, jeder, der sich bewirbt und uns ein Konzept vorlegt, was er in Goldberg oder sie in Goldberg gerne tun würde. Das freuen wir uns schon jetzt drauf. Gerhard Stromberg ist unbequem. In Goldberg verweist er auf Missstände. Warum wirkt die Stadt wie abgehängt? Viel Leerstand und Zerfall. Allein mit der Lage im touristisch schwachen Hinterland ist das nicht zu erklären. Ich wünsche mir, dass ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Ich wünsche mir, dass Goldberg frei wird von Interessengemeinschaften, die nur ihre eigenen Interessen vertreten. Ich wünsche mir, dass es eine Stadtvertretung gäbe, die wirklich auf die Menschen eingeht und für die Menschen was tut. Weil in den 10 Jahren, in denen ich hier bin, habe ich nicht gesehen, dass wirklich ein Fortschritt oder dass die Stadt den Menschen näher kommt. Die Stadt ist praktisch aufgegeben, so scheint sie. Und das muss geändert werden. Gerhard Stromberg möchte selbst etwas beitragen. Die Galerie, die Gastateliers, die eigene Kunst. Schätze für Goldberg. Das war eine Ausstellung, die ich von mir selbst gemacht habe, was ich sonst nie tue, einfach um mich vorzustellen.